Bestimmt ist es dir bereits auch einmal so ergangen. Du gehst durch deine Minecraft-Welt, plötzlich siehst du einen Höhleneingang. Voller Elan und Neugier gehst du natürlich in diese Höhle hinein. Doch plötzlich begegnen dir Monster, die dich dann sogar töten. Oder du willst gerade deine neue Minecraft-Welt erkunden und merkst gerade, ganz plötzlich, dass es Nacht wird. Es spawnen Monster und du bist denen schutzlos ausgeliefert und töten dich. Und damit willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video ging es darum, wie du eine Minecraft-Welt erstellst und in Minecraft gut starten kannst. In diesem Video stelle ich dir 5 Tipps vor, wie du effizient in Minecraft überlebst. Tipp 1 ist dabei simpel erklärt. Zuallererst solltest du dir einen Unterschlupf bauen. Dieses Haus muss am Anfang nicht schön sein, sondern kann erstmal ganz einfach seinen Nutzen erfüllen. Und ich würde dir da erst empfehlen, mit Holz anzufangen, indem wir als erstes wieder mal ein paar Bäume abbauen. Und wenn du genug Holz gesammelt hast, wie jetzt in meinem Falle einen halben Stack Holzstämme, by the way, ein Stack in Minecraft besteht meistens aus 64 gestapelten Items einer Sorte. Das heißt, 32 ist die Hälfte. Das heißt, jetzt habe ich einen halben Stack Stämme. Theoretisch könnte ich hier noch weitere 32 Stämme aufstapeln auf diesen Inventarslot, bis dann dieser vollständig belegt ist, da dann ein Stack gefüllt ist. Das Holz verarbeite ich dann erstmal ganz simpel zu Holzbrettern, suche mir eine geeignete Fläche und hier können wir anfangen, unser Haus zu bauen. So, das soll für den Anfang erstmal mein Haus werden. Ich habe hier schon einen kleinen Durchgang gebaut, wo ich als Spieler durchpasse. Wie gesagt, das muss keinen Schönheitspreis gewinnen. Hauptsache, man kann sich am Anfang schützen. Nur, mein Holz hat jetzt nicht komplett ausgereicht, weswegen ich jetzt nochmal losgehe und Neues farme. Ich habe dann nebenbei Türen gecraftet, die ich dann jetzt hier einmal einsetzen kann, damit keine fremden Mobs mehr hineinkommen und ich sicher im Haus bin. Ebenfalls empfiehlt es sich natürlich auch ein Bett mitzuhaben, denn falls es Nacht werden sollte, kann man sich hier direkt hinlegen und die Nacht überspringen. Auch ein Crafting Table sollte in einem Starterhaus drinne stehen und auch ein Ofen. Ich empfehle dann auch noch einmal hier aufs Bett einen Rechtsklick zu machen. Ja, wir können auch sogar schon schlafen. Das könnt ihr aber auch schon vorher machen, um dann euren sogenannten Respawn Point zu setzen. Das bedeutet, dass euer Spawnpunkt mit einem Bett umgesetzt werden kann. Das heißt, nach einem Tod spawnt ihr jetzt nicht mehr bei dem ursprünglichen Weltspawn, sondern da, wo jetzt euer Bett steht. Schlaft ihr natürlich woanders, wird euer Worldspawn überschrieben und baut ihr das Bett ab, so wird der Worldspawn wieder präferiert. Tipp 2. Ausreichend Essen dabei haben. Wie dir vielleicht beim Spielen sicherlich schon aufgefallen ist, verliert man, sofern man nicht auf den Schwierigkeitsgrad friedlich spielt, Hunger. Das sieht man daran, wenn hier die Hungerkeulen sich aufbrauchen. Dazu empfiehlt es sich, sofern man am Anfang noch nicht unbedingt einen Eimer besitzt, um Wasser transportieren zu können, direkt irgendwo sich eine Wasserquelle in der Nähe seines Unterschlupfes zu suchen und mit einer Hake, mit einem Rechtsklick auf die Erde, Felder anzubauen. So könnte ich jetzt hier zum Beispiel Kartoffeln bestellen, die dann nach einer Zeit auswachsen und ich dann ernten kann, um sie schließlich zu vermehren und wieder neu anzubauen, als auch für die Regenerierung meines Hungers zu nutzen. Des Weiteren empfiehlt es sich auch, diese Gräser, die hier überall in der Welt gerne mal verteilt vorkommen, abzubauen, sodass wir, wie ihr seht, Weizensamen erhalten. Diese Weizensamen können wir dann ebenfalls hier mit hinpflanzen und auch hier müssen wir wieder warten, bis das Weizen ausgewachsen ist, bis wir es ernten können und daraus später zum Beispiel Brot herstellen können. Am besten, ihr erweitert jetzt die Feldfläche. Wichtig dabei zu beachten ist, ihr erkennt hier schon den Unterschied, weswegen ich das Feld jetzt hier auch in der Nähe einer Wasserquelle angebaut habe. Diese Feldblöcke verdunkeln sich. Das bedeutet, dass diese Feldblöcke bereits bewässert sind. Darauf wachsen dann die Früchte einfach viel effizienter und viel schneller. Zu beachten ist hierbei, dass nur 4 Blöcke jeweils von einer Wasserquelle entfernt, also hier 1, 2, 3, 4 Blöcke, 1, 2, 3, 4 Blöcke, nur in 4 Blöcke in jede Richtung von einer Wasserquelle weg bewässert werden. Würde ich jetzt beispielsweise hier hinten ein Feld hinbauen und es noch nicht bestellen, wird das nach einer Weile wieder zu Erde werden, da diesem Feld die Nährstoffe fehlt. Tipp 3. Damit ihr effizient in Minecraft überleben könnt, hat wieder was mit Holz zu tun. Wenn ihr dann nämlich etwas Holz gefarmt habt, geht ihr am besten wieder zurück zu eurem Unterschlupf und hier kommt der Ofen ins Spiel. Hier könnt ihr euer erfarmtes Holz oben einmal hineinlegen und da unten auch Holz zum Verbrennen reinlegen. Wenn ihr dann kurz gewartet habt, bis dann etwas Holz schon gebrannt wurde, entsteht hier Holzkohle. Diese Holzkohle zieht ihr euch aus dem Ofen und könnt euch mit Kohle und Stöcken Fackeln herstellen. Diese Fackeln
Fackeln könnt ihr dann hier überall aufstellen und es ist überall ausgeleuchtet und so können ebenfalls keine Monster spawnen. Das gilt natürlich auch für draußen. Hier stellen wir auch überall verteilt ein paar Fackeln auf, denn dadurch erhöht sich in Minecraft das Lichtlevel und desto höher das Lichtlevel ist, desto weniger oder gar keine Monster spawnen. Monster spawnen ab einem Lichtlevel unter 8 und mit Fackeln ermöglicht ihr es, dass in einer Umgebung ein Lichtlevel von bis zu 15 herrschen kann, was auch das Maximalste ist. Nun wird es wieder Nacht und ich kann mich wieder ins Bett legen und fühle mich jetzt mittlerweile schon sicherer im Survival-Spielen. Tipp 4. Eisen farmen. Wenn ihr die Tipps mit Ausleuchten und ausreichend Essen berücksichtigt, seid ihr sicher bereit, um eine kleine Höhle zu erkunden. Hierbei könnt ihr zum Beispiel eure ausgewachsenen Kartoffeln einmal ernten. Das sieht dann so aus, wenn die Kartoffeln ausgewachsen sind. Farmt sie einfach einmal ab, indem ihr auf die Kartoffeln links klickt und anschließend könnt ihr mit Rechtsklick eure Kartoffeln wieder anpflanzen, sodass ihr natürlich eine Dauerproduktion an Kartoffeln habt und könnt das Feld stets weiter ausbreiten. Für das erste müsste es so reichen. Den einen Stack Kartoffeln, der jetzt hier unten noch übrig ist, behalte ich für mich, damit ich mich wieder heilen kann. Das Weizen kann ich jetzt hier auch einfach mal abernten. Ihr seht schon, dieses Weizen und genauso auch dieses Weizen lasse ich noch wachsen, da die noch nicht bereit sind zur Ernte. Das heißt, ich mache auf jedem Weizen einmal einen Linksklick zum Abernten und danach direkt wieder einen Rechtsklick aufs Feld, um wieder neue Samen anzupflanzen, damit wieder neues Weizen wachsen kann. Damit uns die Kartoffeln natürlich auch satt machen, werde ich sie hier noch in dem Ofen in meinem Haus durchbraten. Dafür habe ich in der Zwischenzeit auch nochmal ein wenig Holz gefarmt, was übrigens zur Höhlenerkundung und zum Eisenfarmen auch essentiell ist. Und zum anderen habe ich auch nochmal Fackeln erfarmt und nochmal neue Holzkohle hergestellt. Ihr seht schon, wenn wir die rohen Kartoffeln jetzt hier im Ofen braten, kommen Ofenkartoffeln raus. Diese geben uns auf jeden Fall mehr Hungerkeulen zurück, als wenn wir nur rohe Kartoffeln essen. Diese nehme ich jetzt raus und wie euch sicherlich bestimmt auch schon aufgefallen sein sollte, bekommen wir hier unten auch mittlerweile diese kleine Leiste hier, diese kleine Linie, auch schon gefüllt. Die sieht jetzt etwas grün aus. Das sind die sogenannten Erfahrungspunkte, die wir dann später unter anderem für bessere Ausrüstung gebrauchen könnten. Kartoffeln können wir jetzt, indem wir mit Rechtsklick gedrückt halten, essen. Jetzt sind meine Hungerkeulen wieder voll und ich kann jetzt wieder vollständig regenerieren. Aber da ich jetzt in dem Falle keinen Schaden genommen hatte, was man natürlich hier an der vollen Herzleiste sieht, ist dies jetzt erstmal nicht notwendig gewesen, dass ich mich hochheile. Nun warte ich noch darauf, bis die restlichen Ofenkartoffeln fertig sind, damit ich dann ausreichend Essen habe, damit wir uns auf den Weg zu einer Höhle machen können und Eisen farmen können. Einen Hinweis, den ich euch geben würde, ist, dass ihr das Essen mit der Taste F in eure zweite Hand nehmt. Dies sollte nur erstmal übergangsweise der Fall sein. Wieso? So werdet ihr nachher noch erfahren, aber indem ihr jetzt erstmal am Anfang die Kartoffeln in der zweiten Hand haltet, könnt ihr, falls ihr Hunger habt, essen könnt und gleichzeitig euch auch verteidigen könnt. Das heißt, ihr seht jetzt gerade, wenn ich mal in die F5-Position zweimal wechsle, dass ich das Schwert in der einen Hand halte und schlagen kann und in der anderen Hand die Kartoffeln halte, mit denen ich dann essen kann. Bevor wir losgehen und eine Höhle suchen, kann ich aber immer noch mal wiederholen, dass ihr euer Bett mitnehmt. Ich habe es jetzt in dem Falle bei mir im Haus abgebaut, denn jetzt in diesem Falle, wo es jetzt gerade Nacht wird, kann ich jetzt einfach das Bett random hinplatzieren und mich hinlegen und sofort schlafen, ohne dass jetzt irgendwelche bösartigen Monster spawnen. Nun können wir gut vorbereitet eine Höhle suchen. Ich habe jetzt hier einmal eine Höhle gefunden, in der ich jetzt ganz vorsichtig und langsam hineingehen werde. Und hier ist es jetzt auch wichtig, dass die Fackeln ins Spiel kommen, da es natürlich hier ziemlich dunkel ist und wir nicht wollen, dass irgendwie neue Monster spawnen. Beim Hineinkommen habt ihr sicherlich hier gerade schon gesehen. Hier ist auch schon das erste Erz oder der erste Rohstoff und ganz wichtig ist auch ab und zu sich mal nach links oder rechts, nach vorne, nach unten oder wo auch immer umzuschauen, damit man nicht plötzlich irgendwie vor Monstern überrascht wird. Diese Kohle können wir jetzt schon mal abbauen, denn das ist wertvoller Brennstoff, wie zum Beispiel auch die Holzkohle. Ich bin jetzt hier auf eine kleine Schlucht in einer Höhle selbst gelandet und habe auch das erste Eisen gefunden, einmal dort oben. So sieht das also aus. Das ist so ein bisschen hautfarbenmäßig und dort unten, falls man das erkennt, ist auch etwas Eisen. Ich versuche mich jetzt einmal zu dem Eisen da oben hinzubauen. Dazu baue ich hier nochmal mit der Spitzhacke ein paar Blöcke ab. Und vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, meine Werkzeuge verbrauchen sich. Das seht ihr daran, dass hier unten, also hier unter dem Werkzeug, sich so eine Linie gebildet hat, die sich dann hier immer mehr verbraucht. Desto höher die sogenannte Durability ist, desto grüner ist dieser Strich. Desto mehr ihr verbraucht habt, desto röter wird der Strich. Und wenn ihr natürlich schon, wie bei der Axt, hier fast alles von der Axt verbraucht habt, ist hier fast gar nichts mehr zu
sehen. Das heißt, hier ist fast ein leerer Balken. Und diese Axt wird auch bald kaputt gehen. Die kann ich nur noch zweimal nutzen. Das lest ihr dann hier unten bei Durability 2 von 131 ab. Das heißt, eine Steinaxt könnt ihr 131 mal verwenden. Genauso gilt das auch für eine Steinspitzhacke. Ich baue jetzt hier das erste Eisen ab. Und das war eine recht große Ader, denn ich habe direkt 8 rohes Eisen bekommen. Nun gehe ich hier runter und werde noch das andere Eisen abbauen. Da habe ich noch mehr Eisen gefunden. Einmal dort oben nochmal an der Decke und hier nochmal an der Wand. Also man findet in Höhlen schon mal ganz gut Eisen. Ich habe jetzt noch etwas Eisen gefarmt. Insgesamt wurden das jetzt 23 rohe Eisen. Natürlich reicht das so noch nicht komplett aus, aber mit 23 Eisen kann man etwas anfangen. Und wenn ihr jetzt gerade wie ich keine Werkbank dabei habt, könnt ihr euch auch hier direkt vor Ort in der Höhle nochmal jederzeit eine neue craften. Craften uns aus dem Cobblestone einen neuen Ofen, setzen den hier auch einmal hin und schmelzen dieses Roheisen auch direkt mit unserer Kohle, die wir haben. Und dieses rohe Eisen wird jetzt zu einem Eisenbarren geschmolzen. Wenn dann schon ein paar Eisenbarren durchgeschmolzen sind, wie jetzt in meinem Falle, dann bekommen wir auch direkt nochmal ein Advancement und eine volle Rüstung könnten wir uns jetzt noch nicht craften, aber wir können uns jetzt schon mal einen Bruchteil einer Rüstung craften und der wichtigste Teil, der auch am besten schützt, ist auf jeden Fall einen Brustharnisch zu craften. Dieser wird dann so gecraftet mit ganzen 8 Eisen-Ingots. Dann ziehe ich mir die Brustplatte raus, bekomme wieder ein Advancement und kann es dann hier in diesen Slot reinziehen oder aber ich nehme es hier außen, wähle meinen Slot in der Hotbar aus und mache einmal Rechtsklick. Wenn ich jetzt F5 drücke, seht ihr schon, ich habe das Rüstungsteil an und ihr seht auch schon, es öffnet sich eine neue Leiste mit 3 Rüstungspunkten von 10. Das heißt, mit einer Eisenbrustplatte sind wir schon mal gut geschützt. Mit weiterem Eisen würde ich dann empfehlen, noch einen Eimer zu craften. Das sieht dann so aus, das Crafting-Rezept. Und by the way, wenn ihr euch in manchen Crafting-Rezepten nicht sicher seid, immer wenn ihr bestimmte Blöcke abbaut oder bestimmte Crafting-Rezepte schon mal ausgeführt habt, werden neue Rezepte in diesem Rezeptbuch freigeschaltet. Das heißt, hier macht ihr einmal einen Linksklick drauf und öffnet sich hier ein größeres Menü, wo ihr die verschiedensten Sachen auswählen könnt. Wenn etwas einen roten Rahmen hat, könnt ihr es momentan nicht craften, dann habt ihr dazu nicht genügend Materialien. Und wenn etwas einen weißen Rand habt, dann könnt ihr es craften. Hier oben könnt ihr dann nochmal einstellen, ob ihr alles sehen wollt, was ihr schon freigeschaltet habt, oder ob ihr nur das sehen wollt, was ihr euch auch wirklich herstellen könnt. Mein Eisen ist jetzt auch hier fertig durchgeschmolzen. Ich würde euch zu Anfangs empfehlen, auf jeden Fall ein neues Schwert zu machen, ein Eisenschwert für bessere Verteidigung und zudem eine Eisenspitzhacke. Die ist dann auch nochmal schneller im Abbauen als zum Beispiel hier eine Steinspitzhacke. Und ein Eisenschwert ist stärker als ein Steinschwert. Eine neue Axt könnte hier in dem Falle gerade auch nicht schaden, da meine Steinaxt jetzt hier auch schon fast kaputt ist. Und das sollte man erstmal grundlegendst gecraftet haben. Natürlich, wenn ihr schon mehr Eisen gefarmt habt, könnt ihr natürlich auch einen Helm craften, eine Hose craften und auch Schuhe craften. Dazu könnt ihr dann einfach hier in das Recipe-Buch gehen. Das kann ich euch auch einmal zeigen. Die Schuhe craftet man zum Beispiel so. Oder was wir jetzt gerade leider nicht craften können, weil wir dazu zu wenig Eisen haben. Zum Beispiel eine Iron Leggings, also eine Hose. Die wird dann so gecraftet. Oder eben einen Eisenhelm, der dann in diesem Format gecraftet wird. Nachdem ihr euch dann eisentechnisch etwas besser ausgerüstet habt und auch schon gegebenenfalls die ersten Rüstungsteile habt. Tipp 5. Was könnte ich mit dem Eisen noch anfangen? Und zwar craftet ihr ein Schild. Ein Schild craftet ihr wie folgt. Einmal hier einen Eisenbarren reinlegen und dann hier Holzbretter in diesem Format so rumlegen. Dann erhaltet ihr ein Schild zur Verteidigung. Und da kommen wir jetzt auch schon dazu, warum hier diese Ofenkartoffeln nur provisorisch in der Zweithand liegen. Denn für die Zweithand ist normalerweise das Schild vorgesehen. Und wenn ich jetzt einmal F5 drücke, sind wir jetzt so richtig gut ausgerüstet mit einem Eisenschwert und einem Schild. Das Schild könnt ihr verwenden, indem ihr Rechtsklick drückt. Dann wird sich hier einmal die Animation aufbauen. Ihr müsst natürlich Rechtsklick gedrückt halten. Wenn ihr nämlich Rechtsklick wieder loslasst, fährt sich das Schild auch wieder zurück ein. Dieses Schild ist auf jeden Fall essentiell für jede Survival-Welt und das würde ich auf allen Fällen empfehlen. Denn mit dem Schild ist man quasi vor nahezu jedem Monsterangriff auf jeden Fall gesichert und kann somit Schaden absorbieren. Nun fühle ich mich schon etwas sicherer und kann mich hier gegen diese Monster wehren. Das waren die 5 Tipps zum effizienten Überleben in Minecraft. Im nächsten Video zeige ich euch einen Trick, den euch niemand erzählt, der euch aber schnell zu guter Ausrüstung bringt. Bei weiteren Fragen stehe ich natürlich in den Kommentaren zur Verfügung und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Marcy out.